Wir alle setzen uns immer wieder in unserem Leben Ziele. Nur leider machen wir immer wieder die Erfahrung, dass wir unsere Ziele nicht erreichen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum passiert es so oft, dass wir unsere Ziele nicht erreichen? Ich habe die Antwort. Und tatsächlich habe ich auch die Tools und die Werkzeuge und die Hacks und die Kniffe, wie wir alle unsere Ziele erreichen. Mein Name ist Mike Hager und bei mir war es wirklich eine Verwandlung. Ich war ein dicker Bub vom niederbayerischen Land. Das kann man nicht anders sagen. Ich hatte 130 Kilo, ich habe 50 Kilo abgenommen. Ich hatte 35.000 Euro Schulden. Ich habe mich rausgearbeitet in die finanzielle Freiheit. Ich habe meinen Traumjob beim Radio erreicht und habe Bayerns bekannteste Comedy-Figur, den Studiotechniker Nullinger, bei Antenne Bayern gemacht. Und alle anderen Bereiche, in denen habe ich auch meine Ziele erreicht. Und das alles mit sehr einfachen Strategien, die ich in meinem Bühnenprogramm Hack Your Life zeigen möchte. Und ich steige auf meine weiße Digitalwaage. Ich werde nie vergessen, wie die weiße Digitalwaage angezeigt hat, 78,2 Kilo. Der Mike da war für immer Geschichte. Eines meiner wichtigsten Werkzeuge ist die Fabelstrategie. Die Fabelstrategie besteht aus 5 Sätzen. Und eigentlich ist jeder Satz für sich ein Lifehack. Deswegen auch Hack Your Life. Und mit jedem dieser Lifehacks kannst du, egal welchen Bereich in deinem Leben, bearbeiten und ihn zum Positiven drehen. Egal, ob es um den Bereich Körper und Gesundheit geht oder Geld und Erfolg oder um Beziehungen und Lebensglück. Mit der Fabelstrategie kannst du tatsächlich auf eine sehr einfache Art und Weise Schritt für Schritt alles umsetzen, um deine Ziele zu erreichen. Ich freue mich sehr, dass er als er selbst auf eine Bühne geht und so überzeugt und begeistert, und er ist ein kluger Kopf, und dass jetzt ein breites Publikum daran teilnehmen darf. Mike, you deserve it. Ich finde es großartig. Das ist total tricky, weil das, was wir zu uns selbst über uns sagen, da hilft ja unser Unterbewusstsein immer mit. Das Unterbewusstsein möchte immer, dass das, was wir zu uns selbst sagen, wahr wird. Und da hilft es mit. Und es sind so Glaubenssätze wie: immer krieg ich die Scheißtypen. Sagt das Unterbewusstsein: okay, okay, können wir machen, müssen wir schauen, wo ist denn der nächste Scheißtyp? Mike, ich meine, als Typ, was soll ich sagen, ein niederbayerisches Prachtexemplar bringt mich immer wieder regelmäßig zur Ekstase und zum Brodeln, allein vom Zuschauen. Toll. War schlecht für mich, dass ihr dicker, dialektsprechender Bub vom niederbayerischen Land war, wo jeder gesagt hat: du kommst eh nicht zum Radio. Und dann mache ich eine Comedy-Figur, die halt niederbayerischen Dialekt spricht und sehr erfolgreich und sehr bekannt wird. Ich glaube, dass das alles gut für mich war. Und da muss ich immer an das denken, was meine Mutter früher zu mir gesagt hat. Die hat immer gesagt: Michael, kein Nachteil ohne Vorteil. Ich habe eine schlechte Note in der Schule gehabt, kein Nachteil ohne Vorteil, wird schon was Gutes dabei sein. Und beim Selbstbewusstsein ist es total geil. Es gibt eine Übung, die dauert am Tag nur 3 Minuten. Aber die verändert Leben. War super gewesen. Super cooler Typ. Schöne Show, kurzweilig, unterhaltsam, lehrreich. I like Mike. Hol dir jetzt Tickets für Hack Your Life. Klick einfach auf einen der Links, der hier irgendwo ist. Und ich freue mich, wenn wir einen schönen Abend miteinander verbringen. Ich find's einfach fabelhaft.